Ganz klar, jetzt müssen wir wieder in die Höhlen runter und uns von dem Typ da eine Spitzhacke holen. Und ich sag ja, Brücken sollte man nicht trauen in solchen Spielen. Warum sonst macht man unter eine Brücke Stacheln? So, hier müsste der Typ sein und seine Spitzhacke ist weg. Ich brauche etwas, um ein paar Felsen aus dem Weg zu räumen. Kannst du mir deine Spitzhacke leihen? Kann ich, aber zuerst musst du etwas für mich erledigen. Das wird langsam zur Gewohnheit. Da ist ein Mann in der Alan Please at Zone Name, der etwas für mich hat. Bring es mir und ich gebe dir meine Spitzhacke. Okay. Er ist nordwestlich von hier, hinter der Dark Zone. Ja, den haben wir ja schon getroffen. Und nein, ich nehme diesen Weg aus den Höhlen und nicht den Umweg. Weil durch das Dorf bin ich, glaube ich, etwas schneller, als wenn ich unten durch die Höhlen durchjumpe. So. Genau. Einmal durch die Dark Zone. Ich hoffe mal, ich habe keine Münzen übersehen. Das wäre nämlich nachher lästig, sie zu suchen. Also gut. Hey, hast du etwas, was dem Typen in den Höhlen gehört? Ja, habe ich. Großartig, kann ich es haben? Ich bin etwas in Eile, um die Welt zu retten. Um ehrlich zu sein, musst du zuerst etwas für mich tun. Unbegreiflich. Okay, was ist es? Ich brauche die folgenden Vorräte. Sei so nett und sammel sie für mich. Würdest du? Sie sollten hier in der Nähe sein. Okay, wir müssen einen Hammer, eine Pickaxe, eine Karte von Atlantis, einen roten Hering, vier seltene Actionfiguren, das Schwert des Großvaters sammeln. Ace of Spades, keine Ahnung, was das sein soll, und 12 Wolfspelze. Und das soll alles hier rumliegen. Aha. Okay, mal gucken, ob wir das finden. Oh, da liegt schon mal eine Kiste. Was ist da drin? Eine Kiste mit vielen verschiedenen Vorräten. Und wir haben alles. Wie genial, oder? Da denkt man normalerweise bei sowas, man müsste stundenlang durch die Gegend rennen, wie in einem MMO, und das alles zusammensammeln. So nach dem Motto, töte 50 Wölfe, um 5 Wolfspelze zu sammeln. Aber nö, ist alles in einer Kiste. Ah, meine Vorräte, exzellent. Du hättest mir sagen können, dass die alle in einer Box gewesen wären. Es hat so es klang so, als hätte ich über den ganzen Platz rennen müssen, um das Zeug zu sammeln. Was? Oh nein, das wäre ja rücksichtslos. Du kennst mich ja kaum und bist doch in Eile. Wow, niemand war jeweils so verständnisvoll. Ist doch verständlich. Hier, nimm das, bring das zurück zu meinem Freund in den Höhlen. Ja, das Humble Indie Bindle. Ja, wer kennt den Humble Bundle Store? Finde ich jedenfalls eine bessere Alternative zu so manch anderer Plattform. Hust, Hust. Origins. Ja. Gut, aber wir haben nun die Vorräte dieses tolle Bundle für den Typ in den Minen. Der gibt uns dafür dann... Ja. Der gibt uns dafür dann wohl die Spitzhacke, hoffentlich. Und dieses Mal... Ja, ich springe 15 Mal dieselben Stacheln. Lasst mich doch. Und diese blöde Pop-Up-Werbung hier.
meine, schon im Internet verschandelt diese Pop-Up-Werbung so manche Webseite und jetzt verschandelt sie hier die schöne Landschaft. Hier ist dein, okay, dieses Achievement, dafür gehört irgendeiner definitiv geschlagen. Hier ist dein Bündel. Dankeschön, hier hast du meine Pickaxe. So, und jetzt können wir statt mit dem Schwert mit der Pickaxe zuschlagen und garstige Felsen aus dem Weg räumen. Ja, wir können uns hier durchgraben. Und haben hier nochmal eine sehr interessante und vor allem gefährliche Area, weil hier unten gleich der Tod auf uns lauert. Aber wir brauchen jede Münze, also gehe ich gleich hierher die Münzen sammeln. Und ich bin wieder tot. Nein, ich glaube, da kommt man irgendwie anders hinein. Ich glaube, von weiter oben. Wow, das war knapp. Nein, hier geht's dann hier rüber. Ja, genau, von hier. Genau. Hätten wir das hier auch. Und hier steht auch Pop-Up-Werbung. Er steht mitten in seiner gefährlichen Höhle Pop-Up-Werbung auf. Und noch ein DLC. Increased HP Pack. Ja, super. Aua. Aber das waren noch nicht alle Münzen. Und ich springe schon wieder da rein. Ja, lasst mich. Na, hier unten hatte ich nichts mehr. Aber diesmal kriege ich sie alle. So. Und hier ist auch nichts mehr. Ich glaube, das war's in dem Gebiet auch. Ich glaube, was Gemeines haben sie hier auch gar nicht versteckt gehabt. Nur die offensichtlichen Sachen. Aber jetzt haben wir die Pickaxe. Jetzt können wir endlich an der anderen Stelle weitermachen. So. Hier hoch. An den immer noch fressenden Zombieschafen vorbei. Und an diesem Felsen vorbei. Und jetzt sind wir in der Pop-Zone. Gekauft bei Pop. Ja, also diesen Dosenheini hier. Und wir haben einen neuen DLC-Automaten. Hier können wir uns mehr ein ganzes Herz mehr kaufen. Für 10 Goldmünzen. Juhu. Naja. Gucken wir uns mal hier weiter um. Fackel entzünden. Es gibt sogar bei Steam ein Achievement für den Speedrun, aber den schaffen ja nur Götter, sag ich mal. Wow, hier unten geht's wirklich weiter. Hatte ich nochmal Glück. Und hier gibt's ordentlich Münzen. Ja. Na, Mist. Ich spiele das Spiel jetzt hier nur mal so für... Ich spiele es für euch eigentlich. Weil ich glaube, ein paar von euch haben sich gewünscht, dass ich auch mal die Kampagne hier spiele. Und eigentlich ist hier... schon ein bisschen... interessanter und außergewöhnlicher als die... Well, High Definition Next Gen Pack. Ja, will ich wissen, wie High Definitions in diesem Spiel aussehen? Ja, will ich unbedingt, deswegen kaufe ich sie mir auch. Okay, das sind High Definition. Das ist Kackbraun-Grafik, ist das kein High Definition? Was soll das jetzt? Das sieht ja richtig deprimierend aus. Mach das weg. Die springen daneben.
Also merkt euch Leute, wenn ein HD-Pack für ein Spiel rauskommt, seid erstmal skeptisch, ob das nicht einfach alles nur kackbraun und deprimierend macht. Naja, gut. Okay, hier oben scheint es nichts mehr zu geben, also gehen wir mal weiter. Hier speichern wir wieder an den Save Point und wir sind... Was ist ein Schneewitz? Okay, wir kommen hier nicht weiter, weil alles verschneit ist. Oh, wir brauchen erst... Was brauchen wir? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Das ist auf jeden Fall ein neues DLC. Oh, wir brauchen den Season Pass und der kostet 199. Ja, kann mir mal einer erklären, für was diese Season Passes überhaupt gut sind, diese Saisonpasse? Ich verstehe es irgendwie nicht richtig. Irgendwie komme ich mir, wenn ich über die solche Saisonpasse, so einen Saisonpass lese, irgendwie mal verarscht vor. Aber vielleicht irre ich mich da auch nur ein bisschen. Deswegen bitte ich um Aufklärung von euch. So, hier sind wir in einem verschneiten Gebiet. Und hier habe ich schon mal gesagt, dass ich den Winter sehr mag. Auch wenn uns hier Stacheln töten wollen. Wow, das war knapp. Moment mal, sind das da oben? Nein, das sind da gar keine Stacheln, die uns töten wollen. Nur die hier wollen uns töten. Deswegen umgehen wir sie auch mal geschickt. Und was haben wir hier? Viele gute Männer sind dabei, viele gute Männer sind dabei verschollen, als sie an am Fuße dieser Gruppe Stacheln angebracht haben. Okay. Ja. Ich wollte mal gucken, ob die verschollenen Männer vielleicht immer noch dort unten sind, aber es hat uns wenigstens ein Achievement gebracht. Auch wenn da nur Stacheln da unten sind. Remove Ads Pack. Well, wir haben das letzte DLC gefunden. Ich glaube, das werden wir auch gleich mal einlösen gehen. Obwohl, das lösen wir kurz auf dem Rückweg ein. Wir müssen nämlich da oben auch nochmal lang. Hier die Münzen einsammeln, da die Münzen einsammeln. Und ja, genau, hier oben können wir da, glaube ich, zurück, oder? Jupp. Und noch die restlichen Münzen, die hier so rumliegen, einsammeln. Genau, die hier und die hier, an die wir vorhin nicht gekommen sind. Und ich habe Gott sei Dank keine Münze verpasst. Aber naja, da müssen wir noch mal so zurück, weil wir wollen ja dieses Remove Ads DLC Pack noch haben. Ich will diese Ads nicht mehr sehen, die das schöne Spiel verschandeln. Hust. Dieses Bipop. Wir kaufen keine komische Soda hier. Keine Limo. Ne. Geht weg damit. Zeige deine Unterstützung und entferne Ads und bekomme ein Premium-Mitglied. Ja, das hab ich vorhin am Anfang ja schon mal angesprochen. Und im kleinen Gedruckten steht, dass Werbung der Publisher nicht als Ads zählen. Deswegen